So, willkommen zum neuen TagView Vlog und ihr seht, ich habe wieder zwei Smartphones ausgepackt, das Ki2 auf der linken und das Moto X2 oder Moto X 2014 auf der rechten. Es geht wieder um einen Geschwindigkeitsvergleich. Ich möchte also zeigen, was so 4 Jahre Smartphone miteinander machen. Hier läuft jetzt übrigens auf dem Moto X2 ein aktuelles Betriebssystem drauf, nämlich Selfish OS in der allerneuesten Version 2.2. Und hier läuft eben Android 8.1 drauf. Und dann wollen wir so ein bisschen mal in die Hardware-Specs reingehen. Natürlich hier alle Apps geschlossen, hier auch alle Apps geschlossen. Wollen wir in die Hardware-Specs reingehen und schauen uns erst einmal AIDA 64 genauer an. Und dort die Spezifikationen und was so der Unterschied ist oder machen kann zwischen 4 Jahren. 1, 2, 3. Da sehen wir ja einen Ticken schneller auf dem Ki2. Startet das Ganze dann doch schon. Gehen wir mal ins System rein, dann sehen wir hier nochmal ganz genau, hier haben wir auf der rechten Seite das Motorola Moto X 2014, damals wirklich noch von Motorola gefertigt, nicht von Lenovo. Und wir sehen 2 GB Arbeitsspeicher. Wir sehen auf dem BlackBerry links eben BBF 101, das ist also das Ki2, und wir sehen unten 6 GB Arbeitsspeicher. Also da haben sie schon eine ganze Menge getan. Und in Sachen CPU hat sich auch eine ganze Menge getan, wenn wir darauf klicken. Sehen wir, wir haben hier den Snapdragon 660 und wir haben hier den Snapdragon 801. Wir haben hier 4 Kerne, 28 Nanometer gefertigt. Wir haben hier 8 Kerne in 14 Nanometer gefertigt. Wir haben 64 Bit, hier haben wir 32 Bit. Wir haben hier eine CPU, die gerade nur arbeitet. Und wir haben hier alle CPUs, die im Grunde genommen arbeiten. Ja, und den Cache, den sehen wir hier nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen, aber auf jeden Fall beide im Scaling Governor Interactive drin, also das so an Hardware-Informationen. Fangen wir an mit dem richtigen Benchmark, indem wir ein paar Apps starten, wie zum Beispiel, das rutscht hier so ein bisschen rum, weil es ist so ein bisschen gebogen, wie man hier sehen kann, und hat aber eine geile Holzoptik, das muss man dem schon lassen. Für ein 4 Jahre altes Phone wirkt das nicht so. Durch Display und Render, aber naja. Starten wir Reddit. 1, 2, 3. Und da sehen wir, boah, das war hier ein Ticken schneller als hier, aber nicht um Welten schneller, würde ich mal behaupten. Das heißt, das Moto X2 kann durchaus mithalten mit dem Reddit-Client auf Android, was die Startgeschwindigkeit angeht. Ich mache mal hier, weil das immer so rumwackelt, die Sperre an fürs Display. Hochformat. So, die Settings-App, die kann man dann auch schließen. Nächstes Programm, was wir starten wollen, gucken wir mal Medien, Musik. Hier habe ich Display Music und hier habe ich die native Medien-App. 1, 2, 3. Und dann sehen wir ziemlich gleich gestartet. Das ist hochinteressant aus meiner Sicht, dass hier eben die Medien-App ja etwa so schnell braucht wie hier. Das nächste, was wir starten wollen, ist ja wirklich kein großer Vergleich, Play Store versus Yola Store. 1, 2, 3. Und das ist klar, der Play Store startet sofort, der Yola Store braucht eine Weile, und bis er alles nachgeladen hat, dann dauert das auch noch ein bisschen. Das allernächste, was wir starten wollen, ist zum Beispiel der Webbrowser. Ich nehme jetzt den Selfish-Browser, den nativen, und den Chrome. 1, 2, 3. Da sehen wir auch keinen großen Unterschied. Hier startet sofort. Hier braucht es ein bisschen was länger und lädt dann auch irgendeinen Tweet jetzt. Und hier hat es irgendeine BlackBerry-Webseite geladen. So, machen wir mal weiter. Was können wir noch starten? 9gag beispielsweise. Hier gibt es einen Client, hier gibt es auch einen nativen Client. 1, 2, 3. Und da sehen wir hier wieder einen Ticken schneller, aber hier nervt es einen mit irgendwelchen Pop-ups. Und die will ich eigentlich nicht haben. Das dazu. Starten wir mal meinen Videoplayer gegen VLC. 1, 2, 3. Ihr seht VLC sofort da. Hier hat es wieder eine Sekunde gedauert. Ist es jetzt hier bei einem 4 Jahre alten Gerät total langsam mit Selfish OS? Nein, ihr seht, der Unterschied ist wirklich
Ja, er ist schon sichtbar, ist deutlich sichtbarer als zum Beispiel gegenüber dem Key One-Vergleich, aber immer noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist so lahm, dass ich das in die Ecke treten würde, weil man wirklich die Geräte vergleichen muss, um den Geschwindigkeitsunterschied überhaupt merken zu können. Auch das Ruckeln und so weiter und so fort tritt hier nicht irgendwie sofort auf oder störend auf, was das angeht. So, jetzt wollen wir die Twitter-App starten. Piepmatz gegen Twitter. 1, 2, 3. Da sehen wir, Twitter hier ist sofort oben und hier kann man jetzt wirklich den Geschwindigkeitsunterschied sehen. Hier hat es wirklich doch noch eine Weile gedauert, bis das Ganze gestartet ist. Und das kann jetzt wirklich mit dem RAM zu tun haben, der jetzt hier langsam vollläuft, nachdem wir hier ein paar Apps gestartet haben und wir nur 2 GB Arbeitsspeicher haben auf diesem Gerät. Was können wir als nächstes noch starten, um wirklich nochmal zu schauen, dass wirklich der Arbeitsspeicher das Problem ist? Tasky versus Tutor, beides ein Mastodon-Client. 1, 2, 3. Da sehen wir Tasky sofort da, Mastodon. Tutor hat ein bisschen was gebraucht, um jetzt hochzukommen. Was haben wir noch, was wir starten können? Wir können natürlich auch noch. Was können wir noch starten? Wir können natürlich nochmal einen Taschenrechner starten. Hier habe ich Mi-Calc zum Beispiel als Anwendung und hier müsste ich mir mal den Rechner raussuchen. Da haben wir den. 1, 2, 3. Da sehen wir auch keinen großen Unterschied, aber hier deutlich langsamer als hier. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 12, 13 Tabs offen. Ne, wie viel haben wir? 3 mal 3 sind 9, 10. Apps haben wir offen, wollen wir noch zwei starten, damit es ein bisschen was ausgeglichener ist. Was könnten wir denn noch starten? Ja, wir könnten die Uhr starten. 1, 2, 3. Und da sehen wir hier links wieder schneller als rechts. Ist also nicht großartig verwunderlich, 4 Jahre Unterschied. Das muss also auch irgendwie sichtbar sein, aber man sieht, es ist nicht so groß der Unterschied, dass man das so himmelweit in den Schatten stellen würde, was das Starten und dann natürlich auch Arbeiten mit den Anwendungen angeht. Die Notizen-App, Notizen versus Notizen, 1, 2, 3. Und hier, ja, ein Ticken schneller als hier, aber nicht um Welten schneller. Hier habe ich jetzt keine Notiz offen, deshalb hat er mir eine neue aufgemacht. Und jetzt haben wir tatsächlich die 12 Apps offen. Die laufen auch alle beim Selfish S mit dem 2 GB RAM. Ihr seht, da gibt es keinen Reload oder sowas. Das ist alles offen. Das läuft alles hier gleichzeitig im Hintergrund. Ohne großartige Probleme. Das gleiche kann ich jetzt hier bei den 6 GB Arbeitsspeicher, würde ich es auch nicht anders erwarten. Ohne Reload alle Programme ganz einfach öffnen, die ich vorher im Hintergrund ausgeführt habe. Geht also auch ohne Probleme. Ja, wir sehen, wie hätte man es anders erwarten können. Das Key2 gewinnt natürlich auch gegen das Moto X2 in Sachen Geschwindigkeit. Aber es zeigt auch deutlich, selbst so ein 4 Jahre altes Gerät mit einem aktuellen Betriebssystem und Optimierungen kann durchaus noch mithalten, was ja, das Ausführen von Apps angeht. Also es ist nicht so, dass man hier jetzt, dass ich hier in der Zeit, wo ich hier ein Programm gestartet hätte, hier 3 oder 4 gestartet hätte, sondern es ist halt nur in einem, sagen wir mal, fehlertoleranten Bereich durchaus noch drin. Also mitzuhalten. Es kann mithalten. Das ist halt eben das Besondere an der ganzen Geschichte. Ja, das war's dann auch schon für diesen Geschwindigkeitsvergleich. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Ansonsten abonniert auch fleißig. Kommentare könnt ihr unten hinterlassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.